Sulsul, hallo zusammen, herzlich willkommen zu einem neuen Let's Play in Sims 4 und zwar meinem Let's Play zu Werde berühmt. Das Jahreszeiten-Let's Play ist erstmal pausiert, denn ich denke, es ist jetzt für uns alle spannender, dass wir uns das neue Pack anschauen. Und dafür möchte ich einen neuen Sim erstellen. Ich muss mal gucken, ob ich das alles reinschneide mit dem Erstellen oder ob wir gleich direkt loslegen. Das Spiel könnt ihr ab dem 16. kaufen. Ich kann es dank EA heute schon zeigen, denn EA hat mir das im Zuge des Game Changer Networks heute schon zur Verfügung gestellt. Vielen lieben Dank an dieser Stelle. Ja, und jetzt geht es darum, dass wir einen Sim groß rausbringen. Gestern Abend kam schon ein kostenloses Content-Update mit der neuen Ego-Perspektive, dem Gelände-Tool, der neuen Influencer-Karriere und wegbereitend quasi für die Sims 4 Werde berühmt. Das Pack kostet im Übrigen genauso wie alle anderen Erweiterungspacks knapp 40 Euro. Das kennen wir ja schon. Und um was geht's denn hier? Greife nach den Sternen und erreiche Promi-Status mit Die Sims 4 werde berühmt. Erlange in der Schauspielkarriere Berühmtheit, werde A-Promi und beschreite mit deinen Sims den unvorhersehbaren Pfad des Ruhmes. Vom Studiogrundstück bis zu den VIP-Partys entscheidest du, wie deine Sims auf der ganzen Welt bekannt werden. Gestalte und präsentiere deinen Promi-Style und dekoriere das luxuriöse Haus deiner Sims in den Hügeln mit exklusiven Accessoires wie einer Toilette aus massivem Gold. Brilliere im Rampenlicht und genieße das Leben als Megastar. Die Features des Packs: Hol dir den Ruhm, spiele eine Rolle, hab in der Stadt das Sagen und genieße einen luxuriösen Lebensstil. Und hier unten steht es nochmal bei, natürlich braucht ihr dafür die Sims 4 das Grundspiel, da Werde berühmt nur ein Erweiterungspack ist. Jo, und ich werde jetzt eine Simin erstellen. Ich bin gespannt, was das wird. Ich fange einfach mal in derselben Nachbarschaft an, wo ich jetzt zuletzt auch mit mir und mit Sam gespielt hatte. Und ich möchte übrigens, dass meine Simin, die ich erstellen werde, auch ein Haustier bekommt. Ja, ich weiß, es wird schon wieder ein Hund werden, aber ich bin halt einfach nur mal eher so der Hundemensch. Und sie wird natürlich in die neue Nachbarschaft ziehen, nach Del Sol Valley, in die Schauspielnachbarschaft, sage ich mal so. Wo wir hier drei Bereiche haben. Hier unten, das ist so der NPC-Bereich, sag ich mal. So die Stadt in Anführungsstrichen. Hier haben wir ein Wohngebiet, den Mirage Park. Aufgrund der preiswerten Häuser und der Nähe zum Stadtzentrum ist Mirage Park perfekt als Ausgangspunkt für alle Sims geeignet, die reich und berühmt werden wollen. Und ich denke auch, dass wir uns hier dann niederlassen werden. Hier oben, die haben es schon geschafft. The Pinnacles. The Pinnacles bietet in Del Sol Valley die teuersten Häuser für die Reichen und Berühmten. Wenn du hier wohnen möchtest, musst du sehr erfolgreich sein. Ja, und wie gesagt, hier unten Starlight, der Starlight Boulevard. Wenn es um das Nachtleben geht, ist der Starlight Boulevard einfach unschlagbar. Nur die berühmtesten Sims erhalten Zutritt zum exklusiven Nachtclub der Stadt, exklusivsten Nachtclub der Stadt. Hier treffen sich nur die angesagtesten Leute. Ja, so sieht's aus und hier werden wir jetzt einen neuen Haushalt erstellen und mir ist aufgefallen, dass ich noch gar keinen Nachnamen weiß. Ich möchte sie Charlene nennen, aber wie nenne ich sie denn mal? Wie nenne ich sie denn? Ich weiß es nicht, ich will aber auf jeden Fall, ich will einen Glubschi machen. Ich habe noch nie einen Sim mit diesen übergroßen Augen erstellt und das würde ich jetzt ganz gerne mal machen. Und ich gucke mal, ob ich das so hinbekomme, wie ich es mir wünsche und vorstelle. Ich werde erstmal alle Accessoires weghauen und einfach mal gucken, dass ich hier ein bisschen was bastel. Ich werde mich jetzt aber auch erstmal quatschtechnisch zurückziehen. Denn wenn ich das alles reinschneide, ich versuche es auf jeden Fall, dann werde ich das gespeedend machen, damit wir auch heute noch ein bisschen Gameplay sehen können.
und da sind wir nun auch. Ihr habt ein bisschen was vom Erstellen gesehen. Ihre Hündin habt ihr noch nicht gesehen. Ich bin ja eigentlich jetzt nicht so super für Kitsch, aber dieses Blumenhaarband, was ich mal runtergeladen habe, das musste einfach sein. Das ist ein Corgi quasi mit einer etwas anderen Fellfarbe. Und wir sind hier eingezogen in wie heißt es hier nochmal gleich? Innerer Kreis, genau, da sind wir eingezogen. Ich habe ein bisschen hier die Einrichtung verändert, den Boden, dass es ein bisschen heller wirkt. Ich habe hier ein bisschen was von der Küche verkauft, einen Hundenapf aufgestellt, ein Spielzeug, eine Spielzeugkiste und ein Bettchen für den Hund. Suzette habe ich übrigens den Hund genannt. Und ja, lass uns mal gucken, was wir jetzt hier machen. Wundermünzen, es kann bestimmt nicht schaden, wenn man ab und an ein bisschen Geld findet. Was haben wir hier? Eher uninteressant. Promi-Haus, eieiei, das ist dann auch neu. Dieses Anwesen steht auf der Liste der Promi-Haus-Touren, was für höheren Ruhmgewinn, beschränkten Zugang und die Bewunderung von Besuchern sorgt. Sieh dich aber vor, wer hier wohnt, ohne wirklich berühmt zu sein, gilt als Aufschneider. Oha, Und das sollten wir dann wahrscheinlich eher nicht machen. Ja, was nehmen wir denn dann mal noch? Das machen wir noch, das hier ist auch neu. Das geht aber nicht auf dem Wohngrundstück. Gesellig machen wir mal noch. So, ja, und die Gute hat jetzt nicht mehr das allzu meiste an Geld über. 2776 Simoleons. Ja, und sie muss erstmal da hinten den Napf füllen. Ansonsten hat Suzette ja Hunger, das geht ja nicht. Ja. Und sie hat das Bestreben, Profi-Schauspielerin zu werden. Das heißt, wir müssen als erstes mal Level 3 der Schauspielfähigkeit erreichen und 2 Stunden Schauspielen üben. Jetzt frage ich mich nur, wie machen wir das? Ich habe ja tatsächlich noch gar nichts mehr angeguckt vorher von irgendwelchen Streams oder sonstiges. Ich mache das ja immer nicht. Ich will mich ja immer nicht spoilern und das alles selber erfahren. Und entsprechend sieht das jetzt hier natürlich aus. Was haben wir denn jetzt hier? Zur Simstagram-Story hinzufügen. Das bringt uns auf jeden Fall ein bisschen Ruhm dazu. Ich meine, wir haben zwar eigentlich noch gar keinen Ruhm, wir sind nur null bekannt, aber wir machen das jetzt einfach mal. Es kann nicht schaden. Man kann sich ja schon mal so einen Account aufbauen, ne? Auf dem Weg zum Ruhm. Sims können jetzt berühmt werden. Es gibt viele verschiedene Wege, ein Promi zu werden. Und wenn dein Sim seine Fähigkeiten verbessert und in seiner Karriere voranschreitet, eröffnen sich neue Wege zum Ruhm. Dein Sim kann zum Beispiel berühmt werden, indem er die Schauspielkarriere einschlägt oder die Medienproduktionsfähigkeit an der Video- oder Musikstation erhöht. Halte nach Interaktionen Ausschau, die mit Plus-Sternchen Ruhm gekennzeichnet sind. Sie helfen dir, ein richtiger Star zu werden. Das Bild passt einfach perfekt zur heutigen Stimmung. Deine Follower sind der gleichen Meinung. Charlene hat 12 Follower dazu gewonnen. Yay! Also, und wir können jetzt hier eine Schauspielkarriere, eine richtige, einschlagen. Arbeiten. Beim Arbeitsamt registrieren ist jetzt, habe ich eben schon gelesen, nicht so, dass man als Sim, als arbeitsloser Sim Geld bekommt, sondern dass man wohl bei den Jobs, die eigentlich sonst als arbeitslos angezeigt werden, dass man da trotzdem geführt wird. Soziale Medienchronik überprüfen. Was müssen wir denn hier machen? Was passiert jetzt, wenn wir das machen? Ich finde sie so mega hübsch, unsere Charlene. Wie lautet denn... momentan haben wir ja noch nichts. Und wie machen wir das jetzt? Warte mal, kann ich nicht mal schauen? Wir sollten ihr vielleicht hier mal einen PC zur Verfügung stellen. Das kann nicht schaden, wenn sie hier zu Ruhm und Ehre kommen soll. Neue Schreibtische gibt es leider nicht, sehe ich gerade schon. Ist jetzt aber auch nicht so tragisch. So, ich würde mir hier den hinstellen, weil wegen Gründen. Der ist halt günstig und der sieht noch dazu cool aus. Ich mag den sehr gerne.
Oh, wir haben aber einen neuen Schreibtischstuhl. Aber der ist recht teuer. Wo siedelt der sich denn an? Ach guck, den können wir nehmen. Ja, in welchem Preissegment ist der? Oh, das ist der höchste. Oh, mein allererster Schreibtischstuhl. Nee, ich würde sagen, wir nehmen einfach mal den hier. Was ganz Schlichtes. Und Elektronik. Dann nehmen wir irgendwas ganz Billiges an Computer. Wir brauchen ja nichts Großes, ne? Radioprogramm. Und wir haben bestimmt auch wieder neue Musik. Also wie gesagt, ich habe mich echt vorher noch gar nicht informiert. Oh, eine Drohne. Stationäre Kamera, Streaming-Drohne, komm, stream sie dir. Videostation, mehr Klicks, ja, das ist hier für die Influencer, ne? Ja, nice. Sehr, sehr nice. Aber wir können natürlich gerade noch nicht so mega viel Geld ausgeben. So. Dann können wir mal schauen. Also wie gesagt, ich habe noch gar keinen Plan, wo wir das machen können mit dem Schauspiel lernen. Ich weiß nicht, ob wir da in die Stadt müssen oder wie das funktioniert. Aber könnten wir mal ausprobieren. Oh, Suzette. Ja genau, hier, Schauspielerin. Sehr schön. Schauspieler müssen sich einer Talentagentur anschließen. Das Rampenlicht ruft, die Kameras sind auf dich gerichtet und du bist bereit für die Nahaufnahme. Es liegt an dir, den Worten des Drehbuchs Schwung zu verleihen und die Charaktere zum Leben zu erwecken. Ja, durchschnittliche Bezahlung pro Auftritt 640 Simoleons, Komparsen gesucht, nehmen wir an. Und jetzt haben wir hier zwei unterschiedliche Agenturen. Agentur Alltägliche Statisten. Unser Team hat viele Statisten in Weitwinkelaufnahmen untergebracht. Wir werden eine Arbeit für dich finden, egal wie klein die Rolle ist. Vorteile, mehr Castings für Werbe- und Daytime-TV-Auftritte. Okay, und hier? Künstlerische Individuen. Die Agentur KI ist eine gute Wahl. Bewerbername. Also ist eine gute Wahl, Charlene. Unsere Agenten freuen sich darauf, dir deine unproduktive Zeit mit Arbeit zu versüßen. Bitte aktiviere die Benachrichtigungen, um über die neuesten Jobfeldangebote informiert zu werden. Vorteile, verbesserte automatisierte Erinnerungen und maximiere deine Arbeitszeit. Wollen wir nicht erstmal das hier machen? Ist vielleicht am Anfang besser, oder? Willkommen in unserer Crew, Charlene. Wir sind darauf spezialisiert, talentierte Service-Mitarbeiter in großen und kleinen Rollen unterzubringen. Für einige unserer Talente haben wir sogar Auftritte an Land gezogen, bei denen sie tatsächlich einen Satz sprechen mussten. Aber lass dich nicht unter Druck setzen. Bei Bedarf können wir dir auch ein paar Schichten bei Shilama vermitteln. Toll. Okay, ideale Stimmung, selbstsicher. Wir kriegen einen Anruf. Charlene, wir möchten dir einen guten Rat direkt aus dem Handbuch unserer Agentur geeignetes Talent geben. Bevor ein Schauspieler die Bühne betreten und berühmt werden kann, muss er ein Casting absolvieren. Sieh täglich am Telefon oder in der Karriereliste nach neuen Castings. Ich denke mal, das wird das hier unten sein. Das Klemmbrett mit dem Häkchen drauf. Sieh dir an, welche Fähigkeit für das Casting erforderlich ist. Auf diese Weise kannst du das Casting leichter meistern. Nach einem erfolgreichen Casting finden am nächsten Tag die Dreharbeiten statt. Das ist ein guter Ratschlag. Wir werden ihn an unsere Schauspieler weitergeben. Ja, cool. Casting, Cowboy-Musik oder salziger Sud-Werbespot. Was haben wir denn hier? Level 2 der Gitarrenfähigkeit, Level 2 der Charisma-Fähigkeit. Können wir beides nicht? Wir versuchen mal das hier, das bringt ein bisschen mehr rein, ne? Versuchen wir dann mal das Zeug da zu verkaufen. Level 2 der Charisma-Fähigkeit. Wir haben ja einen Spiegel, ne? Die könnten wir also rein theoretisch erhöhen. Warte mal, wann ist das Casting? 9 Uhr am Montag. Ach, bis dahin haben wir das doch dicke. Bis dahin haben wir das doch dicke. Da bin ich sehr, sehr zuversichtlich. Ah, ist eine Hundi. Hat er gerade irgendeinen Schatten? Oh Gott, ich werde schon paranoid hier. Aber eigentlich auch ganz cool hier die Nachbarschaft, ne? Da
kommt ein Flugzeug runter, da hinten ist ein Flughafen. Ein Hubschrauber ist auch unterwegs. Wow. Eine Riesenstadt. Das sehen Sie in die Hollywood Hills. Ach ja. Ja, das Bett ist halt noch nicht so wirklich pralle, ne? Wit. Errungenschaft Massenveranstaltung. Veranstalte mit allen Sims 50 Bronze. Okay. Ach ja. Ach ja, genau, stimmt. Und die Positivität-Herausforderung läuft auch gerade für 4 Tage. Dieser Haushalt hat 0 von 4 positiven Postern gesammelt. Um an der Herausforderung teilzunehmen, wähle am Handy deines Sims die Option Sozial und rufe dann die Ereigniskoordinatorin Millie Bobby Brown an. Sprich mit Millie Bobby Brown, wenn sie eintrifft, um mehr über die Positivität-Herausforderung zu erfahren. Das werden wir definitiv auch noch machen. Achso, hier kann ich ein Casting absagen. Okay. Das klingt ja schon mal an für sich ganz nett, ne? Ganz, ganz nice. So, ihr Lieben, ich würde aber sagen, für heute verabschiede ich mich erstmal von euch. Morgen starten wir dann richtig durch hier mit diesem Let's Play und werden unsere gute Charlene auf ihr erstes Casting vorbereiten. Ich bin sehr gespannt, was dabei rumkommen wird. Also dann, ich bedanke mich ganz herzlich fürs Zuschauen und ja, bis zum nächsten Mal mit Die Sims 4, werde berühmt. Tschüss!